Herzlich willkommen hier aus Unterföhring, der Heimat von meinbowlingshop.de, zu einer neuen Ausgabe des meinbowlingshop Tech Talks. Heute geht es um das spannende Thema, das Lesen eines Ölbilds. Viel Spaß! Ja, hier bin ich zurück aus Unterföhring, der Heimat von meinem Bowlingshop, zu einer neuen Ausgabe des meinen Bowlingshop Tech Talks. Wie ihr wisst, in unserem Kanal geht es um Ball Reviews, alles rund ums Bowling, News und unter anderem auch den Tech Talk. In dem Format stellen wir euch immer wieder in verschiedenen Abständen Informationen zur Verfügung, wie ihr was beim Bowling bewältigt und dann Trainingsmethoden, Fehler und wie man bestimmte Sachen machen. Und heute geht es um das Lesen eines Ölbilds. Ja, wer kennt das nicht? Das Ölbild, ein Rätsel. Viele schauen dann auf den Graphen und irgendwelche Zahlen und eigentlich kann man damit nichts anfangen. Zumindest die meisten denken, dass sie was damit anfangen können, aber eigentlich in der Regel sind sie meistens enttäuscht, dass es dann doch nicht funktioniert in der Realität. Und ich möchte mit euch jetzt einfach mal diesen Plan durchgehen und zeige euch, wie man die Daten liest und was man damit anfangen kann, um zumindest eine Idee zu bekommen, was dann wirklich auf der Bahn passiert und was euch dann bei diesem Ölmuster erwartet. Als erstes kommen wir zu der Länge des Ölmusters. Da gibt es so eine Faustregel, die heißt Länge minus 31 ergibt den Exit Point des Ölmusters, wo der Ball das Ölmuster verlassen sollte und in die Rollphase übergeht. Der Exit Point definiert sich aber nicht aus dem Breakpoint, also nicht der Punkt, wo er die Richtung ändert, sondern das ist der Exit Point ist da, wo der Ball das Ölmuster verlässt und anfängt seine aufzufächern, sage ich jetzt mal. Und erst wo er dann die Richtung ändert, das ist dann der Breakpunkt. Aber im Prinzip bei diesem Exit Point, Öllänge minus 31, geht es darum, wo fängt der Ball das Rollen an. Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, wie in meinem Beispiel hier, das ist eine Öllänge von 41 Fuß. Dann habe ich 31 Abzug, das heißt, bei Leiste 10 müsste der Ball das Ölmuster verlassen. Natürlich kann das aufgrund des Belags und Alter des Belags variieren und sich ein bisschen länger an oder kürzer anfühlen. Das ist dann aber das, was die Praxis entscheidet. Aber ich sage jetzt mal rein aus der Theorie, fährt man damit ganz gut. Okay, ich muss am Ende von dem Ölmuster, das heißt in dem Fall bei 41 Fuß, bei Leiste 10 meinen Ball haben. Das ist jetzt mal so eine Faustformel. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und das ist die Ölmenge. Ihr seht da ja Ölmenge bei dem Ölmuster. Und da gibt es auch, je höher diese Ölmenge ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine matte Oberfläche benutzen müsst. Das ist unabhängig von der Länge. Wenn ich jetzt ein Ölmuster habe von 27 Milliliter, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass ich einen matten Ball verwenden muss. Hingegen, wenn ich eine 18 Milliliter Ölmenge habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich einen polierten Ball verwenden muss. Und alles so dazwischen ist eigentlich höher geschliffen, ich sage jetzt mal 4000 Grit oder 2000 Grit. Und wenn ich dann natürlich in 27, 28, 29 Milliliter gehe, dann bin ich natürlich bei 1000 oder 500 Grit Abrollon oder matte Bälle, sage ich jetzt mal. Auch hier ist es so, dass natürlich das abhängig ist in der Praxis von dem Alter des Belags und welcher Art von Belag. Wenn du jetzt natürlich auf Holzbahnen spielst, wird sich das ganz anders widerspiegeln, 27 Milliliter wie auf einem neuen Pro Envy Lane Belag, der natürlich deutlich härter und damit auch schneller zu also schneller ist und der Ball weniger Grip bekommt. Das heißt, du wirst auf einem neuen Belag, der schnell ist, mattere Bälle verwenden als auf einem alten Belag, der das Öl schon praktisch aufsaugt und wo so viel Reibung auf der Bahn erzeugt wird, dass es einfach eher die polierteren Bälle sind. Kommen wir zu unserem dritten Punkt und da geht es um das Ratio. Grundsätzlich ist zu sagen, so als Faustregel, je höher das Ratio, desto einfacher ist die Bahn zu spielen, beziehungsweise desto mehr lässt die Bahn Raum für Fehler zu. Und man sagt eigentlich, alles, was über 1 zu 5 Ratio ist, ist eigentlich schon kein Sportpatter mehr, sondern eher ein Hausschuss. Das heißt, jetzt der klassische Hausschuss hat 1 zu 7, 1 zu 8 Ratio. Das klassische Sportpattern liegt irgendwo zwischen 1 zu 1 und 1 zu 4. Ich sage jetzt mal, 1 zu 1 ist natürlich deutlich schwer. Das Ratio definiert sich daraus, das sagt das Verhältnis der Ölmenge von außen nach innen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Ratio als Beispiel von 5 zu 1 habe, dann ist in dem äußeren Part der Bahn ein Fünftel der Ölmenge als in der Mitte. Das heißt, ich habe außen viel trockener und innen öliger.
Das bedeutet, wenn das Ratio jetzt 1 zu 5 ist, wie in dem Beispiel, und ich verlege den Ball nach rechts, wird der Ball aufgrund der geringeren Ölmenge früher anrollen und damit mehr Bogen schaffen und dadurch trotzdem noch die Gasse treffen. Und wenn ich ihn nach innen verlege, wird der Ball länger rutschen, dadurch länger gerade gehen und immer noch in die Gasse gehen. Das heißt, je höher dieses Ratio wird, desto mehr Raum habe ich für Fehler. Und natürlich ist es dann auch so, je höher das Ratio, desto höher der Score, weil desto mehr Fehler kann ich machen. Also der klassische Hausschuss 1 zu 7, 1 zu 9, wie schon bereits gesagt. Dann kommen wir zu dem Part, der da links steht. Ganz viele sagen, ja, das ist der Part für den Mechaniker, der muss da die Daten eingeben. Im Prinzip ist da eine Zeile für uns wichtig und das sind die 2 zu 2 Loads, das heißt 2 to 2 Loads. Und die besagen, wie flach mein Winkel auf den Exit Point wird oder wie steil. Das heißt, je höher diese Zahl ist, je mehr Loads 2 to 2 sind, das bedeutet, von Leiste 2 bis Leiste 2 wird geölt. Je mehr Ölmenge dann natürlich drauf ist, desto mehr Öl wird nach hinten getragen und desto weniger kann ich den Winkel auf die Bahn öffnen. Das heißt, nehmen wir mal an, wie in meinem Beispiel, ich habe ein niedriges Ratio, habe 41 Fuß und habe 2-to-2-Loads von 5. Dann wird es sich so gestalten, dass ich natürlich, je höher diese Loads sind, das heißt, man sagt, über 4 ist viel, dann wird der Weg eher flacher. Das heißt, ich werde, wenn ich einen Exit Point habe von 10, werde ich eher flach auf Leiste 10 und der Breakpoint wird sich um 9 und 10 bewegen. Dann. Also Exit Point um 10 bei 41 Fuß. Und dann wird sich zwischen 8, 9 und 10 der Breakpunkt dann befinden, weil ich sehr flach drauf werfe. Wenn ich jetzt aber Loads hätte von 1 oder 2, kann ich natürlich viel weiter links attackieren, um im Exit Point auf 10 zu bekommen. Und der Breakpoint wird um 4, 5, 3 liegen, also 3, 4, 5 liegen. Und damit werde ich einen größeren Winkel erzeugen. Das sagen diese Loads. Kommen wir nun zum letzten Punkt und das ist die Buff-Zone. Die Buff-Zone sagt uns eigentlich, ab wann die Maschine kein neues Öl mehr auf die Bahn bringt. Und man muss sich das so vorstellen, in der Ölmaschine ist eine Walze, auf die wird Öl aufgetragen. Und irgendwann wird kein neues Öl mehr aufgetragen und die Walze bringt nur noch das Restöl auf die Bahn drauf. Das nennt man dann, das ist die sogenannte Buff-Zone. Diese variiert irgendwann irgendwo zwischen 0 und 20 Fuß. Und je länger der Buff-Zone ist, desto länger hat der Ball Zeit zu bremsen, aber desto mehr Energie verliert er auch fürs Backend. Je kürzer die Buffzone ist, desto schneller wird der Ball langsamer und die Richtung ändern. Also das wird alles abrupter passieren als bei einer langen Buffzone. Bei Sportpattern ist es eher so, dass es eine kürzere Buffzone gibt, die irgendwo zwischen 0 und 12 Fuß liegt und bei Hauspattern ist es dann eher drüber. Das heißt, einfach um den Ball früher bremsen zu lassen und gleichmäßiger werden zu lassen, ist bei Hauspattern das eher so, dass es eine längere Buffzone ist. Also jetzt habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Ihr habt die Öllänge minus 31 ist der Exit Point aus dem Öl. Da wisst ihr schon mal, in welche Richtung es geht vom Exit Point und Breakpoint. Dann habt ihr die Ölmenge, die euch sagt, welche Art von Material ihr verwenden sollt. Eher was Mattes, eher was Poliertes. Dann habt ihr die Buffzone, wo ihr seht, ah, wird es eher einfach, wird es eher nicht so einfach. Also wird es eine schnelle Veränderung der Rollphase geben oder wird das eher träge werden? Dann habt ihr das Ratio, wo ihr seht, ah, wie viel Raum für Fehler habe ich eigentlich, wie gut muss ich spielen, um hohen Score zu erreichen? Und dann habt ihr die 2 zu 2 Loads, die euch sagt, steil spielen oder flach spielen. Und damit könnt ihr eigentlich mit dem Ölmuster alles erlesen, was ihr braucht, im theoretischen Weg. Die Praxis sieht oft ein bisschen variabler aus, da ja aufgrund des Alters des Belages, der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur in der Bowlinghalle, das sich noch ein bisschen verändern kann. Aber es ist mal eine Richtung, um wirklich vorbereitet auf ein Turnier zu fahren, wenn man das Ölmuster hat. So, dann komme ich jetzt zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, unser Tech Talk diese Woche hat euch gefallen. Und wie immer, teilen, liken, weitererzählen. Und für mehr Informationen abonniert unseren Kanal für neue Reviews, neue Tech Talk, neue News. Bis dahin, tschüss.